Schadensbericht im Orbit von Atro. Unsere Technikerin, Dr. Farah Murad. Okay, das war ein Albtraum, aber ich glaube, wir haben ihn endgültig überstanden. Der Locura ist im Sekundärspeicher in Quarantäne und ich habe das Laufwerk abgeschaltet. Er kann uns nichts mehr anhaben. Mech-Tech-Chief Young Virtanen. Verzeihung, Doktor. Der was? Der Shardcode von Nautilus. So nenne ich ihn jetzt. Wie den Locura aus Lady Aranos Erzählung. Er braucht einen Namen und der schien gut zu passen. Irgendwelche Einwände? Es ist mir Schnuppe, wie wir ihn nennen, Doktor. Ich möchte nur wissen, wie wir damit fertig werden. Wir lassen ihn in Ruhe. Das machen wir. Der Sekundärspeicher ist jetzt offiziell tabu. Das bedeutet, keine Karten des Sternebunds, keine verborgenen Archive, nichts mehr. Richten Sie von mir aus Warnmechanismen ein. Mir egal, solange Sie nicht vergessen, die Finger davon zu lassen. Niemand fasst irgendwas an, sagt Kamea Arano, sonst bekommt er es mit mir zu tun. Samaya hat recht, dieser ganze Mist war ein schrecklicher Fehler. Daran lässt sich nichts ändern. Jetzt kommt es nur darauf an, dieses Schiff hier heil rauszubekommen. Das mit dem Battlemax interessiert mich natürlich auch. Wir sind noch am Leben, Lady Arano. Wir konnten sogar einige Battlemax bergen. Das würde ich als Sieg bezeichnen. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber immerhin lebe ich noch. Sind Sie sicher, dass der Rest der Systeme der Argo gesichert ist, Farah? Und damit meine ich, ob Sie sich wirklich sicher sind? In dem Fall würden wir uns jetzt nicht unterhalten. Ich bin mir zu 90% sicher, dass der Code unsere Treibstoffreserven hochjagen sollte. Wäre er noch aktiv, wäre die Argo inzwischen vermutlich explodiert. Dieser Lucara, dieser Code, was zur Hölle ist er? Es ist ein Forschungsprojekt, glaube ich. Irgendein Experiment. Die Datei befand sich in einem Forschungsarchiv mit der Bezeichnung SDSM2. Hatte wohl was mit einem älteren Weltraumverteidigungssystem zu tun, das Kriegsschiffe mit Roboterdrohnen bekämpfen sollte. Ich weiß, es klingt lächerlich. Wie eine Geschichte, die man sich in der Peripherie am Lagerfeuer erzählt. Aber das ist alles, was wir haben. Soweit ich das beurteilen kann, haben sie an etwas geforscht, das mit Drohnen zu tun hatte. Aber dann ging alles schief. Mit den M2-Modellen. Es muss einen Unfall gegeben haben. Die Drohnen sind außer Kontrolle geraten und haben viele Todesopfer gefordert. Die Wissenschaftler von Nautilus haben den Code auseinandergenommen und wollten herausfinden, was passiert war. Doch aus irgendeinem Grund haben sie die Arbeiten eingestellt, das gesamte Archiv versiegelt und es nie wieder angefasst. Das ist mein bester Erklärungsversuch. Wie gesagt, mir fehlt das Gesamtbild. Im Kernspeicher von Nautilus waren hunderte Versionen der Datei versiegelt und ich habe nur eine davon geöffnet. Alles in allem war das wohl auch besser so. Es gefällt mir nicht, diesen Code auf dem Schiff zu behalten. Können Sie ihn nicht löschen? Bei allem Respekt, Commander, das wäre keine sehr gute Idee. Um den Code zu löschen, müsste ich das Laufwerk hochfahren. Es ist weitaus sicherer, es ausgeschaltet zu lassen. Ich habe einen Puffer zwischen dem Datenspeicher und den anderen Systemen des Schiffs eingerichtet. Er sollte also vollkommen sicher sein. Könnten wir ihn physikalisch zerstören, indem wir das Laufwerk vernichten? Ich habe gerade jedenfalls nichts zu tun und ich weiß, wo die Gewehre aufbewahrt werden. Geben Sie mir 30 Sekunden und das Teil ist Geschichte. Davon würde ich abraten. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass ich etwas übersehen haben sollte, müsste ich den Lucara erneut überprüfen. Und das geht nur schlecht, wenn Sie das Laufwerk zu Klump schießen. Das ist aber nur das Extremszenario.
würde es wirklich vorziehen, nie wieder einen Blick auf diesen vermaledeiten Code werfen zu müssen. Aber wir sollten ihn nicht einfach nur entsorgen. Gut, Sie haben den Doktor gehört. Finger weg vom Sekundärspeicher. Legen wir das zu den Akten. Wir haben andere Probleme zu besprechen. Zum Beispiel, dass wir jetzt gegen die Taurianer kämpfen. Gut, reden wir darüber. Wie zur Hölle ist es dazu gekommen? Okay, ich verstehe, dass wir den Sohn des Kommodore getötet haben. Aber Leute sterben jeden Tag. Die meisten Nationen brechen deshalb aber keinen Krieg vom Zaun. Ich glaube, das Direktorat steckt schon seit langem mit dem Taurus-Konkordat unter einer Decke. Ja, von dort erhalten sie ihre Waffen. Wenn Schiffe wie die New Grange seit unserem Sieg auf Veldri Waffen zum Direktorat geschmuggelt haben und die New Grange ein taurianisches Schiff war, liegt es nahe, dass Espinosa und Protektor Calderon schon seit Kriegsbeginn gemeinsame Geschäfte abwickeln. Also der Protektor, der Chef vom Taurus-Konkordat. Und Espinosa ist ja sozusagen jetzt der Erzfeind, der Onkel von Lady Arano. Das Warum ist gerade nebensächlich. Die Taurianer haben der Restauration soeben den Krieg erklärt. Und das ändert alles. Alexander, kontaktieren Sie Lady Centrella und berufen Sie einen Kriegsrat ein. Vielleicht kann sie uns dabei helfen, aus diesem Schlamassel herauszukommen. Und Sie werden ebenfalls teilnehmen, Commander. Rechnen Sie schon mal einen Kurs nach Veldri. Verstanden, Lady Arano. Wir machen uns sofort auf den Weg, sobald sie nach uns rufen. Gut. In der Zwischenzeit muss ich zu unseren Leuten zurück. Angesichts der taurianischen Kriegsmaschine fürchte ich, dass sich unsere Systeme von uns abwenden werden. Die Gründerhäuser, die wir bereits befreit haben, müssen davon überzeugt werden, dass unsere Sache noch nicht verloren ist. Sind Sie sich da sicher? Ich finde ja, die Lage ist gerade nicht sonderlich rosig. Ich werde einen Ausweg für uns finden, Mr. Virtanen. Das schwöre ich beim Namen meines Vaters. Zum Dank für Ihre Hilfe auf Atro möchte ich Ihnen diesen Highlander aus der Zeit des Sternenbunds überlassen. Maximus, möge er Sie in zukünftigen Schlachten zum Sieg tragen. Der Highlander 732B ist ein altes Modell aus den Tagen des Sternenbunds. Sein Gauss-Geschütz war eine schreckliche Waffe, die ihm gewaltige Durchschlagskraft auf nahezu jede Distanz verlieh. Aber diese Waffen gibt es nicht mehr. Und natürlich hat er noch immer die Sprungfähigkeit, für die er immer bekannt war. Wir sind tief im Direktoratsraum, Commander. Hier gibt es nichts mehr für uns zu tun, darum sollten wir zurück in die Restauration fliegen. Kommen Sie zur Navigation, wenn Sie soweit sind. That mech you asked for is cleared for fighting. Der Griffin 1N nutzt seine Sprungdüsen dazu, in Reichweite zu bleiben und seine Gegner aus einer relativ sicheren Entfernung zu behakern. Der Reaktor eines 1N kann jedoch bei zu hoher Belastung leicht überhitzen. Okay, wir haben jetzt doch nur einen der Mechs bekommen, aber immerhin. Schauen wir mal. Da ist der Highlander. Ja, auf jeden Fall ein sehr nettes Spielzeug. Rausgeschützt, wiegt 15 Tonnen und ist alleine fast 1,5 Millionen Credits wert. Reichweite extrem. 40 Stabilitätsschaden. Schaden 75, 5 SD in Klammern.
Ach so. Pro Schuss wahrscheinlich dann. Ja gut, okay. Hitzeeffizienz hervorragend, ganz viel Wärmetauscher eingebaut. LSR20 Doppel Plus, plus 2 Stabilitätsschaden. KSR6 Doppel Plus, plus 4 Schaden. Dreimal LSR Munition, nein, zweimal LSR Munition, einmal KSR Munition. Da sogar nochmal Ghost-Munition eingebaut. Ah. Ja, damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Und bei der nächsten Reise werden wir auch schauen, dass wir hier die verbesserten Module auch eingebaut bekommen. Ja. Okay. Hartes Ziel, 14 Tage Reisedauer. Ein Attentat, Polarregion. Ja. 3,5 Totenschädel. Also das nehmen wir auf jeden Fall dann an. Dann haben wir 14 Tage Zeit. Und dann können wir schauen, dass wir die Max umgebaut und repariert kriegen. Eigentlich wollen wir ja ein bisschen sortieren nach Hitzeeffizienz. Können wir euch so tauschen? Ja, können wir. Und wir haben übrigens ganz viel Geld, Leute. Wir sind stinkreich. Ja, dann werden wir doch hier mal die den verbesserten M-Laser noch einbauen. Okay, einmal bestätigen. Oder haben wir hier noch besondere Ausrüstung? Brauche ich natürlich auch Platz dafür. Das ist dann übrigens doppelter Wärmetauscher. Benötigen dann entsprechend mehr Platz. Okay. Ja, wir bestätigen das mal so. So. I'll let you know when that's done. Rebuche, ein mittlerer Mech. Dich lassen wir so, wie du bist. Auf einen Laden können wir hier nicht zugreifen. So. Dann haben wir ja noch die KSR6 Doppel Plus. Die wollen wir ja auf jeden Fall noch irgendwo einbauen. Ja, Centurion. Wird Centurion hier noch die Tankrolle übernehmen? Also der Highlander ist halt mal
zwei Größenkategorien stärker. Zeit ändern sich halt. Also von den Komponenten her passt das auf jeden Fall. Und dann machen wir das ruhig einmal so. Right. I'll get it in the skin. So, Aufgaben verwalten. So. Und dann auf. Achso, wir können vorher vielleicht noch die Mech-Krieger aufleveln. Schauen. I'm here. Applejack. Applejack könnte Multiziel bekommen. Ja, Multiziel ist halt so oft, das ist so gut. Machen wir ruhig. Mech Warrior Training complete. Good to go. Orders? Decker. Waffenbasisgenauigkeit verbessert. Training complete. Waiting for orders. Devil mit Bollwerk. Bollwerk ist immer gut. Training confirmed, Commander. Waiting on you, Commander. Goldfinch. Einmal die Werte alle mindestens auf 4. Mech Warrior Training complete. Maximal 6200 Erfahrungspunkte. Minus 2 Rückstoßabzug. Ja, bestätigen. Training complete. Hi, hi. Medusa. 2300, da geht nichts weiter. Okay. What's up, Boss? Numbers können wir aufwerten. Auch wenn er gerade noch verletzt ist. 70 Tage. Okay, Steuerung auf 6. Training confirmed, Commander. Ach so, Moment. Wir gehen mal über die Sternenkarte. Das Auriga-Direktorat mit Reiseauftrag. Da oben das Taurus-Konkordat. Da haben wir die Arano-Restauration. Wir sollen eigentlich zurück nach Veldri. Achso, die Lady Arano sagt uns Bescheid, wenn es soweit ist. Ja, dann nehmen wir doch den Reiseauftrag an. Ein Elite-Mech-Krieger wurde damit beauftragt, das Kommando für die Streitmachtdirektorat in diesem System zu übernehmen. Wir benötigen eine talentierte Söldnergruppe, die diesen Mech-Krieger mit seinem leichten Gleitschutz ausschaltet, bevor er sein Ziel erreicht. Jeder zerstörte Mech ist hilfreich. Es springt also ein Bonus für sie heraus.
wenn sie alle Unterstützungseinheiten des Ziels ausradieren. Die Einsatzstelle des MEC-Kriegers sendet unter Umständen ebenfalls eine Eskorte, die sich mit ihm treffen soll. Sobald sie angreifen, sollten sie also mit feindlichen Unterstützungstruppen rechnen. Der MEC-Krieger des Direktorats ist auf dem Weg zu einem Militärkomplex auf Regis Rust, wo er das Kommando über eine ganze MEC-Kompanie übernehmen wird. Sollte ihm das gelingen, kommen wir nicht mehr an ihn heran. Aber bis er die Basis erreicht hat, ist er noch verwundbar. Ja, ausgeglichen ist in Ordnung. Roger that, Commander. Course plotted. Engines primed. All hands prepare for transition to thrust gravity. Und wir nutzen die Zeit natürlich, um unsere Mechs zu reparieren und umzurüsten und die Argo auch weiter auszubauen. Work orders complete, boss. Top-notch work, if I may say so. So, Arbeiten an der Beta-Kapsel abgeschlossen. Und wir bekommen ein Angebot von Kalaelis. In deinem Quartier deutet Numbers auf ein Datenpad. Commander, ich habe ein Angebot einer anderen Söldnereinheit erhalten. Von der Great Death Legion. Ihr BO? Grayson Carlyle zahlt Söldnern Höchstpreise. Er bietet sogar eine Entschädigung von 100.000 C-Noten für Einheiten, denen er Leute abspenstig macht. Das ist recht ungewöhnlich, kommentierst du, während du Carlyles Standbild auf dem Datenpad studierst. Was noch? Carlyle ist von einem ganz anderen Schlag. Ich habe mir seine Nachricht immer wieder angeschaut. Seine Art zu reden. Ich weiß, dass er die Galaxie wirklich auf den Kopf stellen könnte und ich möchte dabei sein. Numbers lächelt bittersüß. Aber diese Crew ist meine Familie und es fällt mir nicht leicht, hier wegzugehen. Was denken Sie? Gib Numbers deinen Segen, falls er gehen möchte. Nun, wenn Sie Carlyles Angebot annehmen möchten, haben Sie meinen Segen. Die meisten Söldner bekommen niemals die Chance, mehr als das Nötigste zu verdienen, falls überhaupt. Du neigst deinen Kopf zur Seite. Also ziehen Sie los und stellen Sie die Galaxie auf den Kopf. Ich habe nicht gesagt, wir wollen ihn ermuntern zu gehen. Nur falls er gehen möchte, sei das schon in Ordnung. Wirklich? Sie wären mir nicht böse, wenn ich einfach abhauen würde. Das nahm was heraus. Wer hat denn was von Abhauen gesagt? Sie tun das richtig und verhalten sich wie ein Profi. Das respektiere ich. Außerdem kann ich sie gar nicht daran hindern, ihren Vertrag bei uns aufzulösen. Wir werden sie aber trotzdem vermissen. Genau, das wollte ich auch ausdrücken. Wäre ein herber Verlust. Dann ist es entschieden. Ich werde mich der Great Death Legion anschließen. Numbers schüttelt deine Hand. Wissen Sie, ohne meine Zeit auf der Argo hätte ich wohl kaum den Mut gehabt, zu denen zu wechseln. Ich werde sie und die Crew niemals vergessen. Numbers hat die Einheit verlassen. Wir erhalten 100.000 Credits. Boah, das war einer unserer besten. Und der hatte Sensorerfassung geskillt, richtig? Das war einer von zweien mit Sensorerfassung.
Da muss man nachlegen. Applejack habe ich jetzt schon Multiziel gegeben. Commander. Also eine mit Sensorerfassung sollten wir immer dabei haben. I hear ya. Good to go. Das war schon in Ordnung mit Applejack, weil bis vor wenigen Sekunden hatten wir ja zwei mit Sensorerfassung. Okay, gut. Weiter geht's. Ach, ist Zeit nicht genutzt. Erstmal noch nicht. Ich habe vergessen, hier eine weitere Schiffsverbesserung vorzunehmen. Erstmal haben wir die Beta-Kapseln. Das war die Voraussetzung für. Nicht für die MacBuchten, das war mir einfach zu teuer gewesen. Aber das Geld haben wir jetzt. So. Also die zwei Buchten, die haben wir jetzt bereits ausgereizt. Und ja. Die dritte Bucht können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Ah, die AK-5 Doppelplus, die haben wir nirgendwo eingebaut. Mist. Na ja, gut. Bei nächster Gelegenheit. Ja, die anderen überschweren Max, die hat sich die Lady Arano einfach unter den Nagel gerissen. Ja gut. So. Wir werden keine 5 Tage auf den Vindicator warten. Wir sind einsatzbereit. So. Maximus, du bekommst ein neues Spielzeug. Und bei Beamos hatten wir beim letzten Mal gesagt, sie soll den Dragon kommandieren und nicht den Centurion. Decker mit Sensorerfassung montiert den Shadowhawk. Er ist jetzt 20 plus eingebaut. Ach so, Biom Polar. Okay, also wir brauchen gar nicht so eine gute Hitzeeffizienz jetzt. Ja, Trebuchet. PPK, LSR 15 plus. Und immer wirklich die beiden Dragoner nicht mit.
Da ist ein Albatrottenschädel dazugekommen. Boah, das gefällt mir mal nicht, Leute. Laut der Beschreibung fehlt uns hier ein kompletter. Also optisch fühlt sich das besser an, wenn wir hier nur einen halben, ein halbes Symbol weniger haben. Lasst uns darüber nochmal kurz nachdenken. Der Tribuche, PPK und LSR 15 Plus, mit einem, der Multiziel hat. Da haben wir nur eine LSR 10. Jetzt sehe ich auf den Tribuche. Dragon im Vergleich zum Centurion nochmal genau überprüfen. Wenn wir solche Gegner hier treffen, dann wären wir auch nicht mit dem Centurion, der jetzt halt nur noch mittel ist. Ja, wenn wir hier mit überschweren Max unterwegs sind, ist halt so mittlerer, der ist halt, naja. Damit willst du auch nicht mehr so an die Front stürmen. Und dann haben wir hier zumindest eine LSR 10, können lange Zeit. Na gut, einmal LSR Munition. Ah, ein bisschen aus der Entfernung ballern. AK-5 auch sehr hohe Reichweite. Bei dem Golfen hätte man eine PPK noch einsatzbereit, aber ja, halt nur wenig Panzerung. Ja, machen wir es so. Okay. Ja, vielleicht hätte es Sinn gemacht, Behemoth in den Highlander zu packen. Aber der Highlander, da wollte ich auch einen Mekriger mit Multiziel. Weil der halt sehr unterschiedliche Waffensysteme eingebaut hat. Command Interface initiated. Commander, unsere Infos deuten darauf hin, dass das Ziel mit dem Geleitschutz durch dieses Gebiet kommen wird. Orbitalscans zeigen einen Trupp militärischer Einheiten in der Nähe. Wir denken, dass es sich dabei um unser Ziel handelt. Eliminieren Sie sie und begeben Sie sich zur Evakuierungszone. Ready for action. Da hier mit den M-Lasern, KSR-6, LSR-20++, Großgeschütz. Und Behemoth hat halt kein Multiziel. Das wäre halt in vielen Situationen nicht optimal. Good to go. Ja, Medusa mit Multiziel. Wenn er teilweise kann er damit der LSR 15++ über Ziele drüber schießen, mit der PPK auf gerade geraden Linie. Standing by. Commander. Ja, jetzt schon schief gehen, Leute. Wir machen hier dann beim nächsten Mal weiter.
Aber wir sollen den Elite-Mech-Krieger zerstören, 0 von 1. Unterstützungsstreitkräfte 0%. Und die Verstärkung an 0%. Also, da wird schon einiges auf uns warten. Okay. Na gut, dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Bis dann. Bye bye.